Zerstöre Betten in Holly Hedges oder Pleasant Park. Drei Betten müssen wir zerstören. Und eigentlich gibt es in jedem normalen Haus auch mehrere Betten. Ich baue mich kurz mal über das Dach hier rein. So, und hier unten soll es direkt in den Raum Betten geben. Und dann mal schauen. So, erster Raum hier, zack, ein Bett. Dann gehen wir direkt mal nebenan rein. Und hier auch nochmal ein Bett. Sehr, sehr nice. Und ich glaube, hier gab es keins. Nee, da müssen wir einfach ein bisschen weiter schauen. Die sollte es eigentlich über den Häusern geben. Und dann schauen wir einfach mal nebenan, hier bei dem Haus. So, kurz die Treppe hoch. Und dann gucken wir mal hier rein. Und auch hier sehen wir noch ein Bett. Zack. Und die Aufgabe ist fertig. Sehr, sehr einfach. Sammle einen Harponierer auf. Die Aufgabe kann ich sogar direkt machen. So. Und dann sollte die eigentlich auch abgeschlossen sein. Auf jeden Fall wirklich extrem leicht hier die Aufgabe. Zack. Die haben wir jetzt auch fertig gemacht. Also verdammt einfach. Und im Pleasant Park gibt es dann eigentlich fast in jedem Haus hier die Betten. Wo ich gerade war, das war das Haus. Das ist dann auf der Karte ganz genau hier an der Stelle. Aber eigentlich gibt es hier in jedem Haus die Betten. Wirklich super einfach.